Heute möchte ich Ihnen unsere Regudis HHT Nahwärmestation vorstellen. Die Station ist, wie der Name schon verrät, für den Anschluss an Nahwärmenetze gedacht und bietet eine komplett vormontierte und dicht geprüfte Einheit mit verschiedenen Vorteilen. Die Station beinhaltet eine Regelung, die also für die komplette Regelung des nachgeschalteten Systems zuständig ist. Das heißt, zum einen ist sie für die Warmwasserbeladung zuständig und zum anderen für die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung des Heizkreises. Die Station ist relativ kompakt aufgebaut, beinhaltet alle nötigen Passstücke für Wärmezähler, ist komplett flexibel in der Anwendung. Die Station beinhaltet zudem auf der Primärseite ein sogenanntes Kuckuck-und-Kuh-Regulierventil. Das heißt, es ist ein dynamisches, differenzdruckunabhängiges Regulierventil, was letztendlich für den hydraulischen Abgleich der einzelnen Regudis HHT-Nahwärmestationen im Netz sorgt, sodass also auch der hydraulische Abgleich relativ einfach von der Hand geht, denn die Station regelt über einen Stellantrieb auf dem Kuckuck-und-Kuh-Ventil den tatsächlich benötigten Volumenstrom, sprich die tatsächlich benötigte Wärmemenge für jede einzelne Regudis HHT-Station. Die Stationen sind in zwei Leistungsbereichen verfügbar, die kleine Station im Bereich 30 kW und die große Station im Bereich 80 kW, sodass also vom einen bis zum kleineren Mehrfamilienhaus verschiedenste Anwendungsbeispiele abgedeckt werden können.